Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem Video von meinem Server Minecraft Wild. Ich möchte euch eine große Ankündigung machen. Wir werden den Server jetzt öffentlich machen, nicht mehr per Whitelist, da wahrscheinlich einfach die meisten Leute einfach zu faul sind eventuell. Ja, muss es einfach so sagen, eine kurze Bewerbung zu schreiben oder einfach zu wenig Lust haben oder zu peinlich es ist oder so. Möchte ich einfach selber öffentlich machen. Und wir haben Group Manager, wenn ihr reinkommt, könnt ihr noch nichts abbauen, gell? Der Server ist natürlich noch nicht öffentlich, es ist noch whitelistet, aber sobald es natürlich weggeht, ist es öffentlich. Und ja, wir haben auf jeden Fall eben das, dass wir jetzt die Whitelist wegmachen, Group Manager haben, also zum Beispiel ich bin Owner. Dann gibt es einen anderen Rang, den wir noch nicht festgestellt haben, da ist einfach Seslik, weil er mein Helfer ist, beziehungsweise auch er ein halber Owner ist. Und danach kommen die Admins. Die Admins sind zum Beispiel Alex, Freeking, Backware, Teigware, Dario, LPZ und zum Beispiel Mega Coolman noch, wenn er mal online kommt. Der ist noch nichts jetzt momentan. Und so weiter. Also viele meiner besten Kollegen und einfach auch denen, die ich vertraue, werden Admin. Alle anderen werden Moderator, haben aber dennoch genug Regeln, genug Freiheiten. Sind nicht alles bei uns so stark geregelt. Also Gmod haben wahrscheinlich auch Moderatoren eventuell, weil sie auch etwas bauen wollen. Dann gibt es zum Beispiel Bilder und Member. Member ist dann der einfach farmen kann, also im Gmod 0 machen muss. Und die Bilder haben dann Fly. Und sie können irgendwie, weiß auch nicht was genau noch machen, aber vor allem Moderatoren haben dann Gmod 1, aber haben extreme Regeln. Sie dürfen nichts zum Beispiel cheaten oder geben, verschenken. Sie dürfen nur, wirklich nur für eigenes Bauen den Gmod 1 einsetzen. Und der Admin hat dann eher mehr Rechte. Der weiß ganz genau, dass er nichts verschenken darf. Darf es natürlich auch nicht. Und ja, dann ist der Owner. Und jupp. Also Floster ist momentan gerade im Bett. Der ist krank. Ich bin auch krank. Ich habe auch eine Erkältung wie Floster. Trotzdem bin ich halt auch fit. Ich mache halt Sport oder eher nicht so. Deshalb muss er einfach im Bett bleiben, weil er ist einfach zu schwach. Gut. Jopp. Wir müssen noch die Portale machen. Wir müssen noch die Group Manager anpassen. Und wir müssen noch ein paar Daten im FileZilla ändern. Dann geht der Server online. Also wird eventuell schon morgen Abend soweit sein, sonst übermorgen Abend. Und wir werden einfach mal schauen. Wenn es wieder zu viel gekindelt wird, werden wir den Server wieder auf Ding machen. Whitelist. Und dürfen einfach nur noch alle rein, die sich benommen haben bis zu diesem Zeitpunkt und schon drinnen waren. Aber es wird wahrscheinlich auch nicht so viel passieren. Also der Server ist erwachsen, das müsst ihr einfach merken. Kinderlein sind falsch im Platz, Jugendlichenleien anpassen ist zwar erlaubt, aber auch nicht allzu sehr kindisch jugendlich. Und ja, das wäre eigentlich alles. Also ich freue mich auf, ja, einfach auf den Server. Ich freue mich auf euch, wenn ihr kommen wollt. Ihr müsst nur Minecraft 1.10.2 haben, bitte nicht auf 1.11 hoch
Ding. Ihr könnt schon ein anderes Profil natürlich machen. Oder einfach ein Profil namens Wild oder einfach Server und dann 1.102 benutzen dort. Weil sonst kommt ihr nicht mehr rein, oder? Das wäre schade. Jo, also, ich freue mich auf jeden, der kommt. Vielen Dank fürs Schauen und tschüss.